Julian Lautenschlager, du spielst jetzt für die Moskitos Essen. Das war euer erstes Testspiel. Aus deiner Sicht, wie ist das Spiel gelaufen? Ja, wir sind auf jeden Fall gut in das Spiel gestartet, bis auf den allerersten Wechsel. Es ist natürlich immer ärgerlich, da gleich in Rückstand zu geraten. Ansonsten haben wir uns gut verkauft vor den Fans. Es ist eine DEL-Mannschaft, die schon länger im Training ist als wir. Wir sind jetzt seit ein bisschen über einer Woche zusammen. Die Reihen sind auch neu. Dafür haben wir uns gut präsentiert. Also wir müssen uns da keinen Vorwurf machen. Auch wenn wir die 3-1-Führung aus der Hand gegeben haben und verlieren, ist natürlich nie was Schönes. Und zufrieden sein kann man, denke ich, nie. Aber ich meine, ein 3-5 gegen einen DEL-Verein, das kann sich für einen Drittligisten eigentlich sehen lassen. Ja, die waren letztes Jahr, war Düsseldorf im Viertelfinale. Und ja, es ist eine Top-Mannschaft, haben gut eingekauft. Viele erfahrene Spieler, auch ein paar Junge dabei, ist eine gute Mischung. Also wir können da zufrieden sein, was wir da heute draußen gemacht haben. Das ist jetzt deine erste volle Saison im Seniorenbereich. Was erwartest du für dich von dieser Saison? Ja, natürlich bin ich junger Spieler. Ich will viel lernen von den Älteren, die wir in der Mannschaft haben. Es sind auch einige dabei, die schon mal höherklassig gespielt haben, die natürlich immer mehr wissen als junge Leute. Und ja, ich hoffe, dass ich da mir viel abschauen kann von denen. Dann mit der Förderlizenz vielleicht mal in die zweite Liga reinschnuppern, wenn ich mich hier gut präsentiere. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir mit Essen dieses Jahr mehr erreichen als letztes Jahr. Sind richtig gut aufgestellt, super Mannschaft. Deswegen hoffe ich, dass wir da erfolgreicher spielen und bin auch davon überzeugt. Du hast ja auch die letzten beiden Jahre schon ab und zu mal hier in Essen im Training teilgenommen. Kannst du irgendwelche Unterschiede sehen, vielleicht auch in der Trainingsmethode zwischen George Holzmann bei der DNL und jetzt Frank Gentges? Ja, natürlich beim Coach in Düsseldorf ist DNL, ist Nachwuchseishockey, hier ist Senioreneishockey. Das sind natürlich die Ansprüche ganz anders. Da kümmert man sich nicht mehr so viel um Kleinigkeiten, so Basissachen, die müssen da alle schon sitzen. Natürlich Düsseldorf, das war super, hat super 2,5 Jahre. Und Herr Gentges ist auch ein super Trainer. Als ich schon hier war mit der Förderlizenz, habe ich ihn ja schon kennengelernt. Wir haben uns ja öfter unterhalten. Und er hat wirklich super Philosophie, was das Eishockey hier angeht. Vor allen Dingen junge Leute zu fördern. Also ich bin da mal guter Dinge, dass das hier der richtige Weg war. Und du hattest gerade schon gesagt, du hast auch eine Förderlizenz für Bad Nauheim. Wie siehst du deine Chancen, dass du da mal mehr oder weniger halt auch zum Einsatz kommst? Ja, in erster Linie ist natürlich Essen meine Mannschaft. Ich habe hier den Vertrag und die Förderlizenz nach Nauheim. Ich muss mich hier beweisen in Essen, muss mich hier durchkämpfen, brauche auf jeden Fall einen guten Stammplatz und die Konkurrenz ist ja auch groß hier. Wenn ich natürlich hier meine Leistung bringe und die Möglichkeit kommt, werde ich natürlich nicht Nein sagen und mich darüber freuen. Und versuchen dann in Nauheim mich bestmöglich zu präsentieren und die auch zu überzeugen, dass ich da dann auch Fuß fassen kann. Jetzt war von Düsseldorf, wo du DNL gespielt hast, hier nach Essen. Im Prinzip kann man sich in die Straßenbahn setzen oder in die S-Bahn setzen. Ist relativ schnell da. Hast du schon Gedanken gemacht, wie man so nach Bad Nauheim kommt, wie das so ablaufen kann? Das sind ja doch ein bisschen, liegt auch nicht so ganz an der Hauptverkehrsstrecke, denke ich. Ja, Gedanken gemacht. Natürlich kann man da mit dem Auto gut hinfahren. Leider habe ich keinen Führerschein. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ich bin ja nicht der einzige Spieler. Auch Spieler von Düsseldorf, von der DL, haben ja auch Förderlizenzen nach Nauheim. Und wie schon gesagt, von Essen nach Düsseldorf ist ja auch nicht weit. Also kann man schon Fahrgemeinschaften bilden, dass wir erfolgreich nach Nauheim kommen. Noch ein bisschen zu deinen persönlichen Zielen, vielleicht auch über die Saison hinaus? Ja, persönlich will ich natürlich am liebsten hier in Essen Platz in den ersten beiden Reihen haben. Viel spielen, viel Eiszeit, das denke ich das Wichtigste für einen jungen Spieler. Und ja, wie schon gesagt, viel Eiszeit in Überzahl vielleicht ein bisschen präsentieren können. Und Eiszeit, denke ich, ist das Allerwichtigste, was junge Spieler hier brauchen. Du sagst selbst, du bist ja ein junger Spieler. Wie klappt das so mit Ausbildung oder hast du das erstmal hinten angestellt? Ja, ich habe jetzt, deshalb bin ich letztes Jahr noch in Düsseldorf geblieben, in Düsseldorf mein Abitur gemacht. Und deswegen war das ein bisschen kompliziert, wenn ich letztes Jahr schon hierher gekommen wäre. Jetzt habe ich mein Abitur, jetzt will ich mich ein Jahr lang mal nur aufs Eishockey konzentrieren. Und sollte das klappen, werde ich es weitermachen. Merke ich so, dass vielleicht nicht das Richtige, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann will ich auch ein Studium anfangen, weil ich denke, Studium und so, das ist schon was Wichtiges. Ja, ich meine, so dritte Liga kann man wahrscheinlich auch nicht von leben, wenn man das alleine machen würde. In Deutschland ist es sowieso mit Eishockey ein bisschen schwieriger. Und ja, dritte Liga, das ist natürlich nicht der Anspruch. Deshalb will ich schon höher rauf dann noch.
Wie hast du die Sommerpause verbracht? Wann fing für dich persönlich schon wieder das neue Training an und wie lange seid ihr hier schon mit Essen zusammen? Ja, die Sommerpause war für mich dieses Jahr nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. Ich habe mich ja letztes Jahr schon vor der Meisterschaft in Berlin, hatte ich ja eine Schulterverletzung. Dann hat das gedauert, dann war ich 2 Wochen normal im Krafttraining. Dann hatte ich nochmal eine Knie-OP und deswegen habe ich viel mit Physiotherapie verbracht. Aufbautraining, eben wegen der OP, war viel an Geräten und mit Eigengewicht. Ja, natürlich war auch am Ende der letzten Saison auch mal entspannt im Urlaub. Ja. Ja gut, dann wünschen wir dir weiter viel Glück. Aber jetzt bist du ja wieder in Ordnung, ne? Ja. Weiter viel Glück und guten Weg dann. Dankeschön. Danke.